Ich grüße euch alle herzlich zurück hier bei Fallout 3. Wir machen weiter hier unterwegs in der Metro in Richtung der Promenade von Washington DC, um dort in das Technische Museum einzubrechen. Oh Mann, ich muss ganz kurz mein Headset ein bisschen leiser stellen. So. Und Mann, oh Mann, oh Mann. Ich erwarte Schlimmstes. Wir haben hier bereits eine Gegnermarkierung, das fängt ja super an. Oh Mann. Entschuldigung, aber das war jetzt zu gut. Kampfflinte nehmen wir mit. Ich glaube, den haben wir mehr oder weniger beseitigt. Der hat hier aber ein schönes Lager. Für einen einzigen Raider. Respekt auf jeden Fall. Eine verschlossene Munitionskiste sollten wir hinbekommen. Zumindest beim zweiten Versuch. Mikrofusionszellen und Raketen. Super. Mikrofusionszellen, da fehlt nur noch das Lasergewehr. 32er Pistole brauchen wir nicht. Dampferzeige auch nicht. Okay. Doc Meat, was machst du denn da? Mann. So, wir sehen zu, dass wir weiterkommen. Ach Leute, ihr merkt schon, ich habe so viel Spaß in diesem Spiel, das ist so unglaublich. Obwohl ich es ja wirklich schon häufig gespielt habe und sogar schon einmal komplett aufgenommen habe, macht es mir so unglaublich viel Spaß. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Der hat Glück gehabt. Und hier haben wir dann wohl die Drogenküche. Medex, Stimpak, Jet, Psycho, Buffout, Wetaway. Schmutziges Wasser können wir theoretisch direkt trinken. Elektronenladeteil und eine verschlossene Munitionskiste. Ah, verdammt. So. Gleisnägel und Raketen. Die Raketen sind super, weil die verdammt viel wert sind und gar nichts wiegen. So, Hilfe, aufbereitetes Wasser, Dandy Boy Äpfel, Eichhörnchen am Stiel, Instant Püree. Wir sind wieder voll regeneriert und nicht mehr überladen, das ist super. Wir gehen schnell an die Geschützturmsteuerung. Und hacken jetzt einmal die Geschütztürme, die dort hinten genau in dem Raum sind, in dem sich die guten Raider befinden. Dann kann ich euch mal vorführen, was passiert, wenn man die Zieldaten löscht. Zumindest, wenn mein Plan aufgeht. Und wenn ich hier die entscheidende Klammer finde, die uns mehr Möglichkeiten gibt. Wobei das momentan ja nicht so gut aussieht. Nochmal. Da, 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 da. Klammer, Klammer, Klammer. Klammer, Klammer. Klammer, Klammer, Klammer. 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 Klammer, Klammer, Klammer. Ihr merkt das schon, es ist durchaus schwierig, die Computer zu hacken. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich hätte gerne das gleiche Hacksystem auch in einem Fallout 4. Weil das schon verdammt viel Spaß macht. Und ein bisschen wie ein Hacker fühlt man sich dabei auch. So ein bisschen zumindest.
So, die Frage ist, wo sind die Klammern? Es darf echt nicht wahr sein, dass ich mich jetzt so schwer hiermit tue. Diesen blöden Computer zu hacken. Man könnte natürlich jetzt auch wieder auf die Buchstaben achten, ihr wisst das, aber... meiner Meinung nach geht das meistens eh schief. Okay, machen wir es einmal. Einmal versuche ich das jetzt logisch zu erschließen. 1 von 9 richtig, okay. Surviving, da haben wir S und U, kann es nicht sein. Hier haben wir das R und das S, kann es auch nicht sein. Petting. Okay, 1 von 9. Hier haben wir das E und das R. Hier haben wir... jetzt sind wir wieder am gleichen Punkt. Okay, wir machen es anders. Nein, wir machen es nicht anders. Das gefällt mir gar nicht. Implanted, ja. Ganz oben, das ist natürlich jetzt sehr nett vom Spiel gewesen. Ja, Ziel für Parameter neu. Genau, keine Zieldaten. Ihr habt gesehen, die Geschütztürme haben auf die eigenen Raider geschossen. Jetzt können wir die aber deaktivieren. Und haben den Raum dann doch etwas problemloser bereinigt. Aktenschrank, Munition, Schreibtisch leer, Aktenschrank, Kronkorken, leer. Okidoki, das hat gut funktioniert. Bisschen umständlich, aber immerhin haben wir es letztlich dann doch geschafft. Munition, Jagdflinte, Kronkorken und Munition. Die Jagdflinte müssten wir direkt verwerten können, glaube ich. Jagdflinte, Jagdflinte, ja. So, 2 Stück müssten hier unten sein, oder? Eins? Ah ne, einer. Okay. Sehr schön. Aber auch cool gemacht hier der Übergang von den Metrotunneln in diese unterirdischen Tunnelanlagen. Auch wie hier die Kabel durch die Löcher und durch die Höhle geführt werden. Das ist einfach mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Das ist unglaublich. So. Wir folgen den Lampen und haben hier wieder stegartige Wege vor uns. Und unser Ziel... Servicebereich-Tor. Und ich sehe tote Ghule. Das ist ja schon mal super. Das Sturmgewehr finden wir auch. Das wir aber nicht gebrauchen können. Und einen toten Raider. Eine Mine und ein Stolperdraht. Also irgendetwas oder irgendjemand will sich hier auf jeden Fall sicher fühlen. Und ich vermute mal, das wird dann der gute Außenposten der Bruderschaft sein. Oh Gott, wir hören Schüsse. Oh Mann. Oder halt Abwehranlagen der Raider. Hier sind wir jetzt gut reingeplatzt. Stimpak, Stimpak. Oh Mann. Die Kampfflinte leistet gute Arbeit. Wir sehen zu, dass wir die Munition hier mitnehmen. Sturmgewehrmunition. Und einmal leicht verschlossen.
10 mm Munition. Kronkorken, Sturmgewehrmunition, Kronkorken, Sturmgewehrmunition. Wir sollten bald mal mit einem Sturmgewehr spielen. Ich glaube, die Munition dafür platzt uns bald schon aus den Ohren. Vorkriegsgeld und Kronkorken. Dankeschön. Metro Access Employees Only. Oh Mann. Für uns also eigentlich nicht. Nur autorisiertes Personal. Schön, wie die Tür hier aus den Angeln genommen wurde und daneben gestellt wurde. Schön, dass hier der Atommüll gelagert wurde. Ja, streunende wilde Ghule. Nicht ganz so schwach, wie es mir lieb wäre. Wir folgen mal hier dem Pfad. Wir sind übrigens gerade hier in der Metro Central Station. Also einer der größeren Anlagen, Metro Central. Was sehe ich denn da vorne? Okay. Southbound to Museum Station, this platform. Outpost runter. Mall Outpost, da wollen wir hin. Ein toter Raider mit Schrotpatronen. Unter uns ein scheinbar Ghule. Was haben wir hier oben? Ich liebe diese steilen Rolltreppen. Oh, okay, die Ghule sind über uns gewesen. Okay, das ist gar nicht gut. Wow, das war knapp, aber wir haben es geschafft. Dankeschön für die Kronkorken. Dankeschön für Mentats. Wo kommen denn die ganzen Ghule her? Meine Güte. So, Redline Platforms. Also wir haben hier sogar einen mehr oder weniger doppelstöckigen Bahnhof. Der merkt gar nichts, wie es aussieht. Tja, das soll mich mal nicht stören. Wir nehmen die Jagdflinte. Die Frage ist, was haben wir hier oben? Scheinbar ein Ausgang, aber wohin führt der? Und haben wir die Station schon entdeckt? Theoretisch müssten wir Metro Central entdeckt haben. Theoretisch. Hier können wir erneut eine Säuberungsroutine starten. Repaired. Passt auch ganz gut, wie ich finde, zum Roboter. Das heißt, wir starten hier. Moment. Bitte was? Achso. Startet automatisch. Sehr schön. Metro-Ticket. Das Metro-Ticket müssen wir, glaube ich, vorzeigen, damit er uns in Ruhe lässt. Ja, ja, du bist hier in der Metro Central, mein Freund. Hier haben wir wohl den Warte...
Nein, nein, nein. Oh, danke, Doc Meat. Kronkorken. Kronkorken. Oh Mann. So. Toilettentür, Toilettentür. Nichts Interessantes. Was ist das denn? Stimpax, Blut ohne Ende, ein zuckendes Skelett, Sturmgewehrmunition und ein chinesisches Sturmgewehr. Es wäre ja fahrlässig, das hier liegen zu lassen. Wirklich. So. Aber ansonsten sieht hier alles ganz schön leer aus. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einmal durch den Eingang der Metro Station, um zu sehen, wo genau wir auskommen. Ihr wisst ja, ich möchte gerne alles entdecken, was es zu entdecken gibt. Denn das kam, wie ich finde, in meinem anderen Fallout 3 Projekt etwas zu kurz. Pennsylvania Avenue. Hier waren wir definitiv schon. Hier sind wir nur nicht reingegangen, weil ich gesagt habe, wir kommen sowieso nochmal nach zur Metro Central Station. Wenn man sich die Weltkarte anguckt, haben wir auch in DC schon ziemlich viel entdeckt, muss ich zugeben. Schon Wahnsinn. Also wir sind gut dabei. Und wie gesagt, die Erkundung von DC kam tatsächlich etwas zu kurz in meinem letzten, ja, Projekt, sag ich mal. Aber dafür jetzt umso ordentlicher, umso gründlicher, umso gewaltiger. Das ist auch gut so. Ja, ja, Karte vorzeigen ist schon in Ordnung. Da haben wir noch einen Ghoul. Na, komm her, mein Freund. Ja, das war mal ein kritischer Treffer. Ja, also Ghule können Doc Meat und wir gemeinsam gut besiegen. Das ist gar kein Problem, zumindest solange jetzt kein strahlender Ghoul kommt. Die werden uns in Point Lookout, dem guten Addon, nochmal Spaß bereiten. Schöne Fässer. Schön, dass die hier in der Metro gelagert wurden. Freedom Street Station. Hier waren wir schon. Definitiv. Ich erinnere mich. Denn da unten die Bärenfallen haben wir alle aktiviert. Da habe ich noch gesagt, bevor ich später nochmal reinlaufe, deaktiviere ich die lieber jetzt schon. Söldner der Talon-Kompanie. Stimpak. Verdammt viel Strahlung, wenn ich das mal sagen darf. Und ein chinesisches Sturmgewehr. So, so, so. So, und mal ein bisschen Red Away. Okay, mehr gibt es hier aber nicht zu finden. Das hat sich aber trotzdem gelohnt, allein wegen der Kampfrüstung. Sind im Nachhinein alles Gegenstände, die uns teure Reparaturen bei Händlern ersparen. Das ist super. Das heißt, wir gehen runter, der Pfeil weist uns die Richtung. Und wir sehen zu, dass wir irgendwie in Richtung des Technischen Museums kommen. Momentan läuft ja alles super, muss ich zugeben. Wir könnten mal ein bisschen Wasser trinken, wo wir gerade mal dabei sind. Schmutziges Wasser. Und ich würde sagen, dann setzen wir aber gleich auch schon eine kleine Aufnahmepause und werden dann beim nächsten Mal die Promenade erreichen. Da bin ich mir sicher. Bissige Hunde, die uns nicht angreifen, weil wir Tierfreund erlernt haben. Durchschnittlich verschlossen, sollten wir hinbekommen. Oh ja. Mentats, Gleisnägel, Buffout, Pugilismus aktuell, Jet, Mentats, Gleisnägel, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kasten. Das hat sich mehr als gelohnt. Pugilismus aktuell, müsste waffenlos verbessern.
Und da ist Fallout abgestürzt. Aber aufs Timing genau, 21 Minuten. Beim nächsten Mal plündern wir den Raum dann nochmal. Tut mir leid, Leute, aber ihr wisst ja mit Fallout, es wurde nicht für Windows 7 programmiert. Ich sage daher an dieser Stelle danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir werden die Promenade erreichen und dann lernt ihr mal das richtige DC kennen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.